Ich sehe da Lapis Lazuli, hallo Spinne. Spinne ich mal so herum. Okay. Oh, nee, gar nichts. Ich baue mir erstmal hier das Eisen ab in der Erde. Im Boden meinte ich. Was für Erde? Das ist Stein. Im Stein. Zack. 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 Schön Spinne andauernd. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Raus damit. Okay. So. Das ist dann schon der vierte Stack, den ich jetzt begonnen habe. Hier ist anscheinend nicht Ende. Gehe ich mal hier lang erstmal. Ich check mal hier erstmal die Location. Okay, ich sehe Eisen, das ist schon mal gut. Ah, Emerald oder Smaragd, keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe, denke ich, schon zwei Blöcke oder so, kann ich mir craften. Hoffe ich doch mal. Also, ich sollte das mal auch irgendwo verbauen. Im Haupthaus oder so, neben meinem Bett. So als, yeah, ich bin der King, yeah, 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 hab geile Smaragd, Emerald, yeah, yeah, yeah. Das würde sehr cool aussehen, finde ich. Also, falls man sie so hinbaut. Also, außerdem kann man ja nichts craften, nur mit diesen Siedlern da, beziehungsweise mit den Dorfbewohnern handeln, aber ich habe kein Dorf. Und wenn, dann verhandeln, die haben dann so Preise, gib mir 10 Smaragde für, keine Ahnung, einen Bogen. Mit Upgrade zu Stärke 1 oder so. Da sage ich sofort, nö, verpiss dich. Und dann verpisst er sich auch. Ich habe Gold gefunden, hier war ich anscheinend schon. Oder das ist einfach Lava. Okay. Das ist doch anscheinend nur Lava. Ich baue mal die Lava zu. Bam, mit einer Fackel. So professional geht das. Ich baue mal jetzt das Gold hier ab, bevor ich hier nicht mehr wieder zurückkomme. Da Gold schließlich auch seine Wertvolligkeit besitzt. Ah, da ist noch mehr Gold. Noch mehr. Ich baue jetzt mal das Eisen ab. Zum Gold gehe ich erstmal nicht. Ich gehe erstmal nach da, wo ich gerade nicht hingegangen bin. Zack, Eisen. Da gehe ich erstmal hin. Und schau mal dort nach. Vielleicht gibt es hier etwas oder vielleicht endet hier auch die Höhle sofort. Oder ich finde einfach Eisen. Das ist doch besser. Nach oben. Da eins. Oh ja, das ist gut. Das ist so ist, zwar da baut sich es langsam ab, aber es ist gut, dass es hier so viel gibt. Ja, ja, ja. Entweder hier oder irgendwo anders. Am besten hier. Sofort alles abbauen, damit ich schon alles Text und so voll habe. Okay, ist Ende, aber ich habe noch ein bisschen Eisen gefunden. Komm, sag mir, das ist sehr viel. Habe ich das gehört? Nee, habe ich nicht. Ich hab gedacht, ich hab gerade einen Slime gehört, am herumploppen. Plupp, plupp. Oder sowas in der Art. Okay, hier ist wieder viel Eisen, das ist sehr gut. Geh ich mal weiter. Ich check mal, wie viel ich Eisen habe. Boah, wie viele? Eins, boah, fast 5 Stacks voll. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Letztes Mal habe ich ja 6 Stacks mitgebracht, denke ich. Jetzt bringe ich wieder 6 Stacks mit, das ist sehr gut. Ich brauche mindestens für 2 Gehege, also alles voller Trichter. Das ist nicht ganz billig. Zack. Das Skelett geht mir auf den Sack. Wo ist mein Bogen? Da ist er. Wie viele Pfeile habe ich noch? Pfeile? Ah, 26. Okay. Komm her, Wichser. Duell. Zwischen 2 Großmächten. Ja, die Großmacht IK hat gewonnen. Das war ja wohl klar. So, da eins hin. Ich brauche neue Fackeln. Gib mir neue Fackeln. So, 15 Stück wieder. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber etwas. Komm, ich muss hier eine Mine finden oder sowas in der Art. Da sehe ich eine Spinne. Eine Mine wäre sehr fein. Also so eine... Ja, toll. Jetzt habe ich die arme Fledermaus getötet. Spinne, du bist schuld. Okay, hier ist die Lava tot, sozusagen. Die ist in Dings verwandelt. Obsidian. Daraus kann man ja das Höllenportal craften. Ja, ja. Beziehungsweise bauen, kann man nicht craften. Bauen, meinte ich, bauen. Das craftet man ja schließlich nicht. Man baut es und danach zündet man es an. Damit es auch funktioniert, gibt man dem einen Schubser. Los, funktionier! Ich verbrenne dich sonst. Okay, da nach unten. Oh, hier ist noch ein bisschen Lapis Lazuli. Zack, 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 zack. Nach unten, hier noch einmal darüber schwimmen, das Wasser abknipsen. Sonst geht es mir auf den Sack. Komm, ja! Ja, sehr fein. Dann geht's hier weiter. Da sehe ich einen Pfeil. Könnte ich gebrauchen. Ich habe nicht mehr viele.
Da habe ich Eisen übersehen. Eieieiei, so viel. Naja, jetzt wiederum auch nicht, nur 3 Eisen. Da oben ist noch ein bisschen Eisen. Da muss ich auch noch dran kommen, bestimmt auch nur 3 Eisen. Leider. Ja, nur 3 Eisen wieder. Egal. Aus 3 plus 3 werden 6. Ich kann zielen. Boah. Ja. Das wäre jetzt keine große Meisterleistung von mir. Boah, alles außer Diamanten. Jeder Scheiß außer Diamanten. Den ganzen Scheiß brauche ich gar nicht in solchen Mengen, ey. Ja, komm, wieder Lapis Lazuli, wieder Gold. Ey, ja. Scheiß Wichser. So, okay. So, hier eine Fackel. Hier brauche ich jetzt gerade gar keine. Ich baue jetzt mal das Eisen dort ab, bevor ich es noch vergesse. Eisen, 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 los geht's. Ja, ich hoffe, ich komme auch hier lebendig raus. Die Befürchtung, dass daraus jetzt wieder nichts wird, das wird doof sein. Ich habe schon sehr viel Eisen und so. Und so. Besorgt. Und ich besorge noch weiter. Mehr. Wie viel habe ich schon? Okay, alle Stacks voll. Ich brauche unbedingt einen neuen Stack. Muss einen neuen Stack anfangen. Sonst kann ich ja nichts mehr tragen. Boah, wie viel Gold. Wie viel Gold. Und so viel. Neue Canyon. Nee, hier war ich anscheinend. Nee, hier war ich noch gar nicht. Neue Canyon! So, Lava wieder mal mit einer Fackel zugebaut. Wieder sehr professionell. Gib mir das Lapis Lazuli. Lapis Lazuli ist auch, finde ich, etwas. Okay. Nicht so mega selten, aber trotzdem seltener als Redstone. Dann komm. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Ich habe keine Kohle mehr. Ich könnte ein bisschen Kohle gebrauchen. Komm, verschwinde, Lava. Ja! Ja, so. Dann gehe ich mal weiter. Und da sehe ich sofort Eisen. Das ist sehr fein. Die Spitzhacke ist wieder zur Hälfte kaputt. Oh mein Gott, wie viel ich hier abbaue. Ich denke, eine Eisenspitzhacke hält, keine Ahnung, 3-4 Stacks. Also abbauen, Steine und generell Blöcke, denke ich. Ich denke, falls man irgendwie Erdeblöcke oder so abbaut, dass es dann nicht schneller kaputt geht. Also, dass die Werkzeuge dann nicht schneller kaputt gehen. Ich weiß aber gar nicht mehr. Komm. Gib mir Kohle. Schade, ich muss mir Kohle jetzt dort hinten besorgen. Da ich dort gerade keine gesehen habe. Keine Kohle und ich will euch ja alles sehen lassen, was ich dort mache. Wer hat mich abgeknallt? Ja. Okay. Na, nicht okay. Ein Zombie. Stirb! So, jetzt aber. Jetzt gibt's aber Kohle abbauen. Ich brauche 16, 2. Na! Woher kommen die? Infiltration, 3 4 Stück! Die kommen direkt mit ihren ganzen Kumpels, hä? Stirb! Okay. Er sieht jetzt ruhig aus. Ich wollte gerade Kohle nachziehen. Ah, ne, muss ich gar nicht. Ich sehe da unten in meinem Inventory-Slot, also in meinem Quick-Slot, in meiner Quick-Slot-Leiste, sehe ich, wie viel ich Kohle gerade dabei habe. Und ich brauche 16 für einen Fackel-Stack. Stack. So, 16 Stück. Fackelstack, mach dich bereit. Naja, scheiße. So. Ein Fackelstack. Da mal ausleuchten und weiter geht's. Nee. Yo, 2 Endermans. Yo. Was gibt's hier noch? Was für Überraschungen. Jetzt kommt da, keine Ahnung, 6 Creeper auf einmal und alle explodieren in der Nähe von mir. Dann bin ich sofort tot. Ja. Was Minecraft nicht für alles Überraschungen haben kann. Oh, Pilze. Ist auch, wow. Oh ja, Smaragd. Was für Überraschungen. Und Gold gibt es in Massen. Gold. Obwohl man aus Gold gar nicht mehr so viel craften kann. Ja, Werkzeuge, Rüstung und so. Aber das macht nicht wirklich jemand. Da das alles scheiße ist. Ist nicht so haltbar und schützt auch nicht so gut und die, ja doch, die Werkzeuge bauen sehr schnell ab, aber sie können nicht, ja, zumal, aber das ist so wie Holz, also baut so wie ein Diamantspitzhacke, denke ich, ab Gold, aber kann nur Sachen abbauen wie Holzspitzhacke, das heißt ganz, ganz wenige Sachen, also keine Diamanten und so, wie eine Eisenspitzhacke es kann. Also, und geht auch so schnell kaputt wie eine Holzspitzhacke, eine Goldspitzhacke, denke ich, ja. Also halt gar nicht oder kaum.
Das ist sehr schade eigentlich. Gold ist ja so haltbar. Eieiei. Wieso kann man das nicht irgendwie mit Eisen verschmelzen? Dann würde es schon besser sein. Man macht ja so Legierungen. Ich denke, eine Legierung ist ein... Ja, da hat man zwei Eisen. Also zwei verschiedene Eisentypen. Zum Beispiel Eisen und Gold. Okay, da ist kein Eisengold. Keine Ahnung. Metalle, ja richtig, Metalltypen. Zusammen verschmolzen und daraus kommt eine Legierung. Legierung raus. Die sind dann haltbarer und so. Und so weiter. Okay, so, ich habe noch ein bisschen Eisen gefunden hier. Mhm, da gehe ich mal zurück. Da gibt es nichts mehr zu finden, zu suchen. Okay, da war ich schon. Bei den Pilzchen auch. Da gehe ich mal zurück. Ja, hier geht's zurück. Ich gehe mal nach rechts. Ich habe da Redstone gesehen. Mit einem Augenblick. Da muss ich runter. Du Wichser. Die großen roten Augen haben mich erschrocken. Das war schon heavy. Das war schon heavy. Da noch eine Fackel hin, klatschen. Lava zu bauen, weil ich mag keine Lava. Eigentlich. Wer mag schon Lava? Diamanten! Ja! Jetzt ganz ruhig, Jetzt ganz ruhig, jetzt bloß nicht hier den Kopf verlieren und die Diamanten verscheißen, indem man sie unbeabsichtigt abbaut oder so. Also Scheiß abbaut. So viel, Scheiße, ich habe nicht so viele Stacks. Hier, Redstone. Ja, komm, mach ich mal so. Zack, 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 zack. Lege ich mal, was lege ich raus? Hier, komm, Seil brauche ich gar nicht. Nee. Ja. Das fuckt ab. So, ein Seil, verpiss dich. Ich sammle mir das Redstone ein. Und mach das mal ganz schnell wie auch in Blöcke, solange der Crafting Table da noch steht. So, komm, gib mir Blöcke. Ja. Block. So, dann noch ein, zack. Ne, einen noch mehr kriege ich nicht hin. Okay, dann geht's auch weiter. Ab zu den Diamantos. Eieieiei. Da ist Lapislazuli. Wie? Noch mehr. Hopp. Ich habe schon 2 Stacks davon. Bald voll. Okay. Jetzt ganz ruhig. Jetzt ganz ruhig bleiben. Bloß nicht den Kopf verlieren. Und in die Lava fallen. Weil hier ist über Lava sehr gefährlich, muss ich sagen. Sollte man eigentlich nie im Leben den Kopf verlieren. Das ist ein guter Tipp von mir. Für euch. So. Also alles immer ganz ruhig nehmen, egal was passiert. Und darüber nachdenken, was der Fehler ist, falls man irgendwo verkackt hat. Natürlich im ersten Moment kann man ein bisschen nein schreien, aber danach sollte man wieder zu sich kommen und sein Gehirn aktivieren. Scheiße, jetzt habe ich nicht einmal hier Crafting, doch, ich hab noch Spitzhacke, um das abzubauen. Scheiße. Wieder mal 2 Spitzhacken, aber ich weiß davon nichts. Okay, so, jetzt muss ich die Diamanten sichern. Diamanten sichern. Er sieht gesichert aus. Sichern, ob Feinde in der Nähe sind. Oh, da habe ich Eisen übersehen, muss ich gleich wieder zurück. Ja, ein Diamant. Einen habe ich. Noch nicht, ich muss was rauswerfen. Ah, die Schuhe ersetzen. Ja, komm, mach's dir mal. Verpisst euch Schuhe, ich brauche nicht mehr. Ja, 2 Diamanten. Naja, ist jetzt nicht ein riesiger Fund, aber jeder Diamant ist für mich ein Sieg. Wie ich schon mal erwähnt habe. Ab zum Eisen da, okay. Oh, da habe ich nur Lapis Lazuli übersehen. Wo war das nochmal? Da war es. Lapis Lazuli. Ab zu dir, meine Liebesdinge. Darüber. Und dann da das Eisen abbauen. Ich habe die ganze Zeit Angst vor der Lava, da ich da rein falle. Da muss ich was da unternehmen. Oder vielleicht auch abbauen. Ne, zubauen meinte ich. Was für abbauen? Lava und abbauen. Ja, man kann sich einen Block, Lava-Block cheaten, aber nicht abbauen als solchen. Dafür gibt es keine Möglichkeit. Vielleicht mit einem Mod oder so, aber ich verwende ja jetzt erstmal keine Mods. Vielleicht irgendwann mal später. Irgendwann mal nicht. Oder vielleicht doch. Mal schauen, wie es läuft. So, stirbt Zombie, ja. Okay. Zack, eine Fackel. Da ist Eisen. Abbau.
Mir sieht alles noch gut aus. Ja. Okay, die ist die Lava gestorben. Sozusagen. Das Wasser hat die Lava umgebracht. Das böse Lava ist ein Mörder. Ne, Wasser, da ist ein Mörder. Lava ist übrigens auch ein Mörder. Tötet hier Spieler. Hey Creeper! Oh, mit 2 Hits sogar gekillt. Das war aber schnell. Normalerweise killt man ja Creeper mit 3 Hits. Mit dem Diamantschwert. Unupgradet. Mit dem Eisenschwert weiß ich gar nicht genau. Ich denke, mit 4 Hits tötet man ein Skelett. Ein Creeper. Boah, ich verspreche mich andauernd und laber irgendwie manchmal die falschen Wörter. Beziehungsweise sage die falschen Wörter. Keine Ahnung, was heute los ist. Vielleicht, weil ich mich so auf Cities Skylines Let's Game freue. Nehme ich ja gleich auf. Also, egal, will ich jetzt nicht viel darüber reden. Ich will ja die Let's Games nicht so stark miteinander verknüpfen. So, nach oben, nach oben. Und das da auch weg. Und hier geht's weiter. Okay. Okay, da ist. Oh. Ne, schade, schade, schade. Noch keine Diamanten. Noch keine weiteren Diamanten. Vielleicht finde ich ja noch weitere Diamanten. Komm, Gold. Ja. Ich meine hier nach oben. Ja. Bam. Ja. Zombie, stirb! Ja, wow, one hit. Das ging aber schnell. Ja. Hopp. Wow. Chillen, Lava, chillen, Lava. Nicht hier meine ganzen Items wegbrennen und mich gleich inklusive. Ich will noch leben. Ich habe noch einen Willen zum Leben. Komm, verschwinde, Lava. Hopp, komm. Ja, sehr fein. Ich muss was essen. Ich esse mal das ganze Brot zu Ende. Damit ich keins mehr habe und einen Inventarplatz mehr. Weil ich würde das nicht sehr gerne wegwerfen. Essen sollte man generell nicht wegwerfen und auch damit. Wow, besser nicht spielen! Na, Hurensohn. Ich war hier gerade so philosophische Sachen am Reden. So, lebenswichtige Sachen. Und dann überraschst du mich, Creepy. Ja. So ein Hurensohn. Ja. So, das weg, das weg, das weg. Und eingesammelt. Hopp, 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 hopp. So, dann gehe ich mal da nach hinten und sehe, dass dort nichts ist. Sehr fein. Dann gehe ich mal zurück. Ich war ja noch nicht überall in dieser Höhle, denke ich mal. Also in dieser Höhlenabzweigung. Wie viele 6 Eisen habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, fast 6 volle Stacks. Fast 6 volle Stacks. Ja, also. Ah, das ist Lapis Lazuli. Lapis eigentlich. Ja, ich habe schon recht viel. Soll ich da mich hochbauen? Zu dem einen. Oh, da ist Eisen. Ach nee, komm. Ja, oder. Nee. Ah, da ist noch Gold. Ah, nee, das kann. Nee. Gold, wenn ich Gold sehe, nee, das geht dann nicht. Nee. Nee, das muss dann besorgt werden. Ich baue mal diese Lava hier zu. Geht mir auf den Sack die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich da reinfalle. Okay, dann muss ich mal nach oben. Ich habe hier ein bisschen Bruchstein, um mich gegen die Decke zu bauen. So, dann baue ich mich schon mal weiter hoch. Hopp, hopp, hopp. So, weiter geht's auch nicht. Mal ausleuchten hier kurz. Zack. Und weiter abbauen. Da seht ihr das Gold. Für alle, die es bis jetzt noch nicht gesehen haben. Wegen des dunklen Spiels oder so. Keine Ahnung. Ich habe es eh auf Helligkeit 100% eingestellt. Früher habe ich ohne Helligkeit 100% gespielt hier. Das war dann irgendwie. Keine Ahnung. Ich wusste halt nicht, dass man es machen konnte. ja, aber ich hab sehr lange gespielt ohne Helligkeit 100%. Muss ich sagen, sehr lange. Das war schon eine harte Zeit. Immer nachts schlafen gehen. Nie nachts arbeiten. Da ich nicht, nachts nichts gesehen habe. Und in Höhlen jeden zweiten Meter ausleuchten, ja, das waren noch Zeiten, ja. Jetzt baue ich mich mal runter. Ah, ich habe das Eisen. Ach, scheiß aufs Eisen. Ach, komm. Ein bisschen Eisen hier lassen kann man ja. Ist ja jetzt nicht die Welt. Dieses bisschen Eisen. Ich habe ja schon 6 Stacks. Obwohl ich noch etwa 6 Stacks brauche, um 2 Gehege voll zu bekommen mit den Trichtern. Oder auch mehr. Ich weiß es gar nicht. Ja. Egal, ich sollte noch mehr finden.